Die Tonglen-Meditation. Die Übung des Gebens und Annehmens. Nehmen Sie Ihre bevorzugte Meditationshaltung ein. Erlauben Sie Ihrem Körper zur Ruhe zu kommen und sammeln Sie Ihre Aufmerksamkeit bei Ihrem Atem. Lassen Sie die Gedanken vorüberziehen, ohne ihnen zu folgen. Lassen Sie los. Atmen Sie aus und entspannen Sie Ihren Geist in die Weite hinein. Mit dem Ausatmen immer tiefer entspannen. Erlauben Sie sich, für ein paar Minuten vollständig zur Ruhe zu kommen. Gedanken kommen, Gedanken gehen. Sie sind nicht wichtig. Entspannen. Loslassen. Immer weiter öffnen. Und alles geschieht von selbst. Lassen Sie es geschehen. Nun richten Sie Ihre Aufmerksamkeit ganz bewusst auf Ihr Herzzentrum. Wenn Sie mögen, legen Sie eine Hand oder beide Hände auf Ihr Herzzentrum. Fühlen Sie die Wärme Ihrer Hände? Lassen Sie nun in Ihrem Herzzentrum einen warmen, lichtdurchfluteten, unbegrenzten, weiten Raum entstehen. Stellen Sie sich vor, wie die Sonne durch die Wolken bricht. Die Wolken lösen sich auf und es öffnet sich ein wunderschöner, weiter,
klarer, blauer Sommerhimmel. Spüren Sie diese unbegrenzte Weite und Offenheit. Und dehnen Sie sich in diese offene Weite hinein aus. Es ist unendlich viel Platz da für alles, was ist, was kommen und gehen mag. Dieser Raum wertet nicht. Er ist ganz natürlich angefüllt mit allen Qualitäten von Liebe, Mitgefühl, Güte und Weisheit. Lassen Sie Ihren Atem ruhig ein- und ausfließen. Erlauben Sie sich, sich in diesem Raum zu entspannen und in der Stille der Offenheit zu verweilen. Nun denken Sie an etwas, was Sie gerade beschäftigt. Was macht Ihnen zu schaffen? Was bereitet Ihnen gerade Schwierigkeiten? Eine Emotion, eine persönliche Eigenschaft von Ihnen? Etwas, was am heutigen Tage geschehen ist. Lassen Sie es präsent werden, als Gefühl in Ihrem Körper, als Gedanke, als Szene in Ihrer Vorstellung. Lassen Sie sich berühren. Vielleicht werden Sie traurig oder ärgerlich. Das darf sein. Spüren Sie die Emotion in Ihrem Körper, ohne jedoch in ihr zu schwelgen.
Nun lassen Sie diese Schwierigkeiten, Ihr Bild von sich selbst, Ihre Traurigkeit, Ihre Wut, Ihre Angst oder Ihr Erlebnis mit dem Einatmen in die weite, himmelsgleiche Lichtsphäre Ihres Herzraums strömen. Stellen Sie sich vor, wie dort alles vollkommen aufgenommen wird. Und mit dem Ausatmen entspannen Sie sich in die Weite hinein und lassen los. Mit jedem Einatmen wird das, was Sie beschäftigt, mehr und mehr angenommen. Mit jedem Ausatmen entspannen Sie sich in die Weite, lassen los. Es hat in dieser Weite unendlich viel Platz für alle unsere Probleme und Macken. Alles wird angenommen, löst sich auf wie Wasserdampf am Himmel und verläuft sich in der unendlichen Weite offenen Gewahrseins. In diesem Raum gibt es kein Anhaften, kein Ablehnen. Alles darf sein. Was auch immer Sie an sich entdecken, alles wird angenommen und darf durch Annehmen geheilt werden.
Nun legen Sie Ihre Aufmerksamkeit auf das Geben. Mit dem nächsten Ausatmen senden Sie sich bewusst all das, was Sie sich jetzt zutiefst wünschen, was Ihnen hilft, Ihr Leid, Ihren Schmerz zu beenden. Sie brauchen noch nicht einmal wissen, was das ist. Lassen Sie es einfach geschehen. Vielleicht mögen Sie sich selbst mit dem Ausatmen wünschen, möge ich glücklich sein. Möge ich friedlich sein. Möge ich stimmige Lösungen finden. Das reicht. Alles darf geschehen. Spüren Sie mit jedem Atemzug, wie Sie sich immer tiefer entspannen. Sein dürfen und sich öffnen. Stellen Sie sich vor, wie mit jedem Ausatmen alle heilsamen Qualitäten wie liebende Güte, Mitgefühl, Freundlichkeit, Geduld und Weisheit zu Ihnen fließen und sich in ihn anreichern. Atemzug für Atemzug.
Lassen Sie nun den Prozess zur Ruhe kommen. Lösen Sie sich von den Bildern und Erfahrungen. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit bewusst auf Ihren Körper. Spüren Sie, wie sich Ihr Körper mit der Atmung bewegt. Nehmen Sie den Kontakt von Ihrem Gesäß zur Unterlage wahr. Den Kontakt Ihrer Füße zum Boden. Beenden Sie nun die Meditation. Nehmen Sie einen tiefen Atemzug. Recken und strecken Sie sich. Orientieren Sie sich in Ihrer Umgebung. Und lösen anschließend langsam und vorsichtig Ihre Meditationshaltung wieder auf.